Guten Morgen, liebe Wanderfreunde. Morgen. Heute holen wir euch mit auf die Hubertusrunde. Die Runde ist sehr heimatnah von uns, also wir haben keine weite Anfahrt. Nee. Die Tour startet in Nonnweiler. Direkt am Hochwaldbad. Ja, hinter uns ist noch ein schöner Wohnmobilstellplatz. Strom kann man sich auch holen. Alles vorhanden, wunderbare Lage, aber im Moment leider verwaist. Die Hubertusrunde ist 10 Kilometer lang. Mhm. Es geht ca. 300 Meter bergrunter. Sie führt uns durch wildromantische Täler, steile Aufstiege und auch Abstiege, schöne Blicke auf die Nonnweiler Talsperre. Und wenn ihr Lust habt, bleibt dabei, wir würden uns freuen. Genau. Dann kommen wir mit. Kommt mit. So, hier sind die Versorgungsstationen mit 4 Elektroanschlüssen, was im Moment leider defekt ist. Ob das jetzt stimmt, wissen wir nicht, oder ob sie es nur wegen Corona geschrieben haben. Auf jeden Fall kostet die Minute, die Kilowattstunde kostet 50 Cent. Hier kann man noch Wasser sich nehmen. 10 Liter, 10 Cent, 200 Liter, 2 Euro. Das ist interessant, ja. Jo. Moment halt geschlossen, aber macht ihr wohl irgendwann wieder auf, ne? Hoffen wir es, gell? Ja. So, los geht's. Jetzt stehen wir kurz vorm Eingang von der Hubertusrunde und da kommen wir zuerst mal an einem Angelweiher vorbei. In Nonnweiler ist der und im Hintergrund sieht man vielleicht noch den Dom von Nonnweiler. Und jetzt geht's weiter in die Richtung. Und hier ist der Eingang zur Hubertusrunde. Jawohl. Da gehen wir jetzt. Gehen wir. Hobby. Auf. Herrliches Plätzchen hier. Jetzt sind wir an der Brims. Und hier haben wir unser erstes Umfrotterblümchen gefunden. Guck mal, da unten hat so richtig, richtig schön. Oh ja, herrlich. Und da hinten habe ich noch so einen alten Brunnen gesehen. Da können wir ja auch mal noch gucken gehen. Okay, machen wir. Gut. Weiter geht's. Weiter geht's. So, schau mich doch eben verdient. Es ist kein alter Brunnen. Es ist ein Kneipp-Armbad. Aber wie man sieht, im Moment nicht in Betrieb. Okay, kann man nichts machen. Weiter geht's. Weiter geht's. Also ich glaube, ich muss doch mal langsam ein bisschen abholen. Mein Lieber. Ach, okay. Und dann geht nur noch Leimfrage oder so. Hä? Nee, machen wir nicht. Nee. Weiter geht's. Und zwar sieht ein bisschen, eine Serpentine aus, ne? Aber wir gehen mal gucken. Den ersten Berg haben wir erklommen. Und jetzt nehmen wir auch gleich schon ein Päuschen. Ein bisschen Helde, hä? Vorbilder. Ja, also das Mikrofon ist diesmal richtig eingestochen. Also gäbe es auch keinen Stummfilm. Aber es ist immer irgendwas. Jetzt ist unser Stativ gehimmelt. Und der Dreibein hat nur noch zwei Beine. Ja, also es gibt keine Vorbeilaufvideos, die mir da ich gespart jetzt habe. Wenn jemand einen Tipp hat für ein gutes Dreibein, das auch, dass man mobil mitholen kann, bitte schreibt mir es in die Kommentare. Wäre ich dankbar dafür. Es ist schon mein drittes. Da oben sehen wir die Nonnweiler Talsperre, die Staumauer davon. Und da kann man nachher auch noch vorbei, wenn ich mich recht entsinne. Das ist die schönste Staustufe in ganz Germany. Ganz schön verschmutzt. Ja.
2 Kilometer haben wir jetzt geschafft. Es ging fast nur berghoch, aber war mittelmäßig. Aber ich glaube, noch höher geht's nicht. Hier haben wir jetzt ein schönes Plätzchen, da ist eine Picknickbank. Da haben wir noch eine Relaxbank. Herrlich, wie die Sonne so durchkommt. Der Frühling ist einfach schön. So gefällt uns das. Nicht zu heiß und nicht zu kalt. Hallo. Kuckuck. Oh, hat sich eingesperrt? Ja. Ich bin ein Baumtroll. Baumtroll? Aber ein Hübscher. So, ein bisschen berghoch ist es doch noch gegangen. Wir sind jetzt am höchsten Punkt angekommen und jetzt geht es wieder bergrunter. Bis jetzt gefällt uns der Weg ganz gut. Jetzt sind wir ein gutes Stück berghoch gelaufen. War stelleweise mehr Waldautobahn. Aber jetzt geht es nochmal bergrunter und schöne schmale Pfade. Und da freuen wir uns jetzt drauf, ne? Genau, auf ihn. Aus bergrunter und auf die Pfade. Ja, beides. Jawohl. So, jetzt haben wir unser Schießebrot ausgepackt, ne? Jo. Weil ohne Essen geht's ja gar nicht, das wissen wir hier, ne? Gut, ohne Brötchen, ne? Der Doktor hat gesagt, es ist weniger Fleisch. Das habe ich da vegane Leberwurst drauf. Auf Erbsenbasis. Ich muss sagen, Leute, ein Burner ist es wirklich nicht. Absolut. Sorry. Ich kann es nicht essen. Ich habe es probiert, es ging gar nicht. Aber ich ekel mich ja vor gar nichts. Nee, der Rainer ist doch Gott sei Dank anders wie ich. Naja. Okay, Mahlzeit. Mahlzeit. Yippie, geschafft. Super. Oh, da haben wir eine Quelle entdeckt. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber hier blubbert das richtig. Als ob die hier rauskämen. Ja, mitten auf dem Weg? Ja. Wahnsinn. So, ein Schnicksi und sowas. Hier schon wieder trinken, halt wieder durch. Ja. Hm? Schmeckt neutral. Das gibt's gar nicht. Mein Mann, der trinkt und isst alles. Das gibt's gar nicht. Unglaublich. Gut, fehlen ein paar Kräuter, aber sonst. Was aber gut. Heute gäbe es die nicht. Stefan dabei. Mensch, Stefan, warum bleibst du daheim? Ich krieg keine Kräuter. Doch ein bisschen steil, ne? Ja, ich hab's. Brauche ich erstmal was zu trinken? Ich glaube, da oben ist Pauseplätzchen. Gut. Ui. Oh ja, es kocht. Und wie das kocht. Also ganz ohne Essen geht's bei uns ja nicht, ne? Schau ich mal aus. Ja. Draußen in der Natur schmeckt auch so, ne? Günstige Tütenfutter. Aber auch nur draußen. So, da haben wir noch ein bisschen Wasser, wenn Herr noch einen Kaffee will. Ja.
Pause ist vorbei, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Platz verlassen wir genauso sauber, wie wir ihn vorgefunden haben. Ehrensach, reicht mir normalerweise gar nicht zu sagen. Nee. Es wird windig, heute Abend haben sie auch Regen gemeldet. Jetzt gucken wir mal, dass wir Land gewinnen. Gut. Wir sind jetzt etwas abseits des Weges, weil wir euch diesen schönen Blick über die Nonnenwerder Talsperre nicht vorenthalten wollen. Nürnberger Talsperre hat noch einen Planetenwanderweg zu bieten. Um die Talsperre werden die einzelnen Planeten vorgestellt und es wird auch anhand der Schautafeln alles schön erklärt. So, die Nürnberger Talsperre, die können wir wirklich jedem empfehlen. Wer in der Nähe ist, sollte sie unbedingt besichtigen. Sehr schön. Rundwanderweg so um die 12 Kilometer, ne? Genau, man kann auch abkürzen. Der Damm, das ist glaube ich nur 10. Ne? Mhm. So. Einkehrmöglichkeiten gibt es auch. Wenn sie geöffnet hat? Ja, im Hintergrund ist ein Kiosk. Da kann man dann auch schön die ein oder andere Speise oder ein Heißgetränk oder ein kühles Bierchen zu sich nehmen. Für mich ist die Talsperre eine der schönsten, die wir hier in Deutschland haben. Ja, vielleicht ist er da drin, dass ich ein Saarländer bin. Was sagst du da dazu? Ja, und dass du schon millionenfach rumgelaufen bist. Ja. In 2 Kilometer Entfernung ist auch noch der Hunnering, also ein Keltenring. Der ist im 1. Jahrhundert vor Christus gebaut worden von dem Keltenstamm der Trevener und ist auch eine touristische Sehenswürdigkeit hier oben bei uns im Hochwald. Und ein Keltendorf ist unterhalb davon. Ja, und ein neu gebautes Keltendorf ist am Talsperrer Parkplatz. Das ist auch sehr interessant. Also, das nördliche Saarland hat einiges zu bieten. Und ein Wohnmobilstellplatz ist auch vorhanden. Wir stehen jetzt auf der Talsperre Nonnweiler und von hier befindet sich das Keltendorf und auch die Wanderwege zum Hunnering gehen von hier aus los. Kann man das so sagen? Genau. Jo. Ja, kann man so sagen. Gut, weiter geht's. Jawohl. Ach übrigens, so 3 bis 4 Minuten von hier, da steht unser Häuschen. Genau, wir haben uns das schon überlegt, ob man jetzt so in das Kaffeedringe gehen, also quasi halb Schicht mache und dann weitergehe. Aber wenn ich hier hochgucke, das Wetter sieht nicht gerade so doll aus. Nicht, dass wir noch die Poppes gewaschen gehen, trinken wir die Kaffee, wenn wir heimkommen. Das Ding ziehen wir jetzt durch. Genau, ist weiter geht's. Weit. Genau. So, unsere Wanderung ist wieder zu Ende. Jawohl. Jetzt stehen wir am Hochwaldbad nochmal, wo wir auch unser Auto geparkt haben und wo wir auch gesagt haben, dass da die Stellplätze sind für die Wohnmobile. Man darf bis zu 3 Übernachtungen hier übernachten. Und sie sind kostenlos. Sind kostenlos und sind befestigt. Genau. Und genug zu sehen geht es in den 3 Tagen. Genau. Direkt hier haben wir das Hallenbad mit Sauna. Auf der anderen Seite ist noch ein Minigolfplatz. Dann, wie gesagt, der Hunnering ist noch hier in der Nähe, das Keltendorf. Unsere wunderschöne Talsperre. Die wunderschöne Talsperre, die wollen wir dann im Video sehen. Und. Genau. Und wenn euch unser kleines Video wieder Spaß gemacht hat, würden wir uns natürlich wieder freuen. Über einen Daumen hoch. Gerne ein Abo dalassen, dann verpasst ihr auch kein Video von uns. Also uns hat die Hubertusrunde sehr gut gefallen. Mhm. Es ist nicht ganz leicht. Sie ist mittelschwer eingestuft. Sie ist mittelschwer eingestuft.
Und es ist doch profiliert. Gibt man auch hoch, runter, wie es mir es auch gerne haben. So ist es halt im Hochwald, ne? Jawohl, so ist es bei uns im Hochwald. Es sind zwischendurch auch ein paar Meter Waldautobahn dabei, aber die dumme ist immer in der Anstelle. Genau. Gut, dann bis demnächst. Ciao. Tschüss und bleibt gesund. Bleibt gesund, genau. Tanja. Und Rainer. Und du. Genau. Ciao. Ciao. Haben wir uns doch eben verdient, beziehungsweise ich habe mich verdient. Ist kein alter Brunnen. Ist ein Kneipp-Armband. Es ist ein Kneipp-Armband. Die Nonnweiler Talsperre hat noch einen Planetenwanderweg zu biegen. Um den See werden unser Sonnen... Scheiße. So, wir stehen jetzt da vor der Talsperre Nonnweiler. Von hier aus. Scheiße. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne ein Abo da lassen. Dann verkasst. Gerne ein Abo da lassen. Gerne ein Abo da lassen, da verkasst. Verkackt.